Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zu Trackmania Figaro. Und da wir ja jetzt nicht mehr auf diesem beschissenen Best-Sexy-Server sind und jetzt, ich glaube, der Server heißt Flatout 2 sogar direkt. Also steht auch hier so an den Banden dran. Also ich glaube, der hieß auch so. Auf jeden Fall hat er ein bisschen längere Strecken und auch ein bisschen angenehmere Strecken. Denkt man. Aber da müssen wir jetzt erstmal... Nein. Ganz ruhig bleiben. Okay, so, durch die erste Kurve sind wir jetzt durch. Jetzt durch die... Nein, Alter! Oh ne, nicht, dass der auch so ankotzt. Das wird dann natürlich den Namen erklären, denn Flatout 2 ist auch ein bisschen dazu da, um dich anzukotzen. Eben, dass du ständig dann noch irgendwie in der letzten Sekunde rausgedreht wirst oder sowas. Das passiert da ganz gerne mal. Deswegen auch ein sehr hübsches Spiel für eine LAN-Party zum Beispiel. Und dritter. Okay. Aber ich denke mal, dabei wird es nicht so bleiben. Aber wir versuchen mal, unsere Zeiten zu verbessern. Was auch sonst. Ne. Und ja, wir haben ja jetzt den Server, wie gesagt, gewechselt. Ich freue mich übrigens immer über jedes Kommentar, das geschrieben wird unter dieses Video. Vor allem hat er jetzt in letzter Zeit hier... Ach, scheiße. Ich vergesse den Namen immer. Ich weiß, wie das dieses Logo von ihm aussieht, aber ich weiß nicht genau, wie er heißt. Jedenfalls du da, die du in den letzten Wochen immer wieder Kommentare geschrieben hast. Dich meine ich. Ich weiß bloß nicht mehr deinen Namen, ey. Ich weiß... Das vergesse ich immer. Ich hab immer dein Logo im Gehirn, aber deinen Namen weiß ich nicht, weil ich immer bloß dein Logo sehe und ach denke, ja, der schon wieder. Und ich lese mir nie deinen Namen durch. Das muss ich machen. Verdammt. Jedenfalls Grüße an dich. Und falls ihr auch mal Grüße ernten wollt, dann schreibt einen Kommentar. Ne? Ist jetzt natürlich blöd, weil ich hätte ihm ganz gerne schon seinen Kanal genannt jetzt. Aber naja. Vielleicht werde ich sicherlich nochmal machen. Werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich wäre jetzt erst, bin ja jetzt in der Aufnahme drin, deswegen jetzt kann ich schlecht gucken. Aber wird schon nochmal in irgendeiner Folge Trackmania, werde ich den Namen nochmal erwähnen. Weil er wirklich fast jedes Mal Kommentare geschrieben hat und so weiter. Also, da herzliches Dank. Herzlichen Dank dahin. Herzliches Dank dahin. Und jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen auf die Strecke, weil wir sind hier noch nicht so perfekt durchgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie viel sind da? Fünfter. Hinter Poppenhusen, Alter. Poppenhusen. Ah! Die erste Kurve. Ja, so war sie gut. Nein! Ah, tschatscha! So, jetzt aber. Ja. Ja. Kann man machen. So weit, so gut. Vierter, jawohl. Einen weiter vorgeschoben. Und jetzt greifen wir Poppenhusen an, Alter. Oder wie heißt der? Doch, der heißt Poppenhusen, Alter. Natürlich mit dem Alter. Ne? Das habe ich vorgelesen. Der heißt Alter. Nein! Alter! So, jetzt sind wir Vierter. Ich wollte jetzt den Satz anfangen, weil ich dachte, wir sind weiter nach hinten gerutscht. Deswegen war der Satz jetzt ein bisschen sinnlos. Ah, verdammt. Das wäre fast gut gewesen. Na, wir haben noch so 2-3 Versuche. Mehr wird nicht mehr drin sein. Nein, na, okay. Jetzt noch 3 Versuche. Ah, guck mal, da vorne fährt behämmert. Der ist wirklich behämmert. Oh Gott, wie offensichtlich der denn ist. Das hat er wahrscheinlich auch bei seiner Namenswahl genauso gewollt, dass der so offensichtlich ist. Nein, ach Mann, der war doch so gut, der Versuch. Nein.
Der war auch nicht schlecht. Na, Mist. Knapp dahinter. Sind jetzt auch wieder Fünfter. Hat sich noch einer vor Poppenhusen geschoben, Alter. Vor Poppenhusen Alter geschoben, meine ich natürlich. Nein, okay, gut. Das war's also mit dieser Strecke. Ich fand's ja eigentlich relativ witzig. Also endlich mal wieder ein paar vernünftige Strecken, wo man auch mal eine konkrete Straße hat überhaupt erstmal. Und nicht hier 20 Sekunden durch die Luft fliegt und dann irgendwann, na, ich mach mal gut, irgendwann irgendwo im Ziel zu landen, aber nur mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit, nämlich bei 75,5% der Top-Geschwindigkeit. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal morgen, übermorgen um 16:30 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss!